Ich muss es mir unbedingt besser einprägen, dass ich nach jeder Aufnahme wieder auf Safe State gehen muss. Ich musste gerade wieder nachspielen bis gerade eben. Wenigstens gibt es dafür den Speed-Up-Button. Egal, Zeugenaussage vom Herr Red White. Sie lief nach links. Frau Mays Aussage war richtig, so wie meine. Als sie die Frau angriffen, rannte sie zuerst nach links. Und dann trafen sie sie, ja, das war es, was ich gesehen habe. Danach rannte sie mit letzter Kraft nach rechts. Sie liefen ihr hinterher und verpassten ihr den tödlichen Schlag. Das war es, was Frau May gesehen hat. Verstehen Sie? Sie schlugen sie zweimal. Haben Sie das vergessen, Herr Anwalt? Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, aber... Das scheint logisch zu sein. Möchten Sie den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen? Darauf können Sie Gift nehmen. Ich meine, ja, euer Ehren. Kreuzverhör, Sie sind ewig nach links. Frau Mitzhofer war richtig, so wie meine. Was meinen Sie damit? Genau das werde ich Ihnen jetzt erklären. Amerikaner sind immer so ungeduldig. Das tut euch nicht gut. Hey, Freundchen, auch du bist Amerikaner. Als sie die Frauen treffen, rannte sie zuerst nach links. Was meinen Sie mit zuerst? Zuerst? Das kommt vor dem, was danach passiert. Sie sprechen Englisch, oder? Bitte setzen Sie sich. Ich werde es für Sie mit einfachen Worten versuchen. Zuerst rannte sie nach links und dann... Und dann trafen sie sie hart. Das war es, was ich gesehen hatte. Ich habe niemanden geschlagen. Aber Herr Wald, das bringt nichts im Gericht, etwas zu verschweigen. Ich verschweige nichts. Die Anklage beantragt, dass die Verteidigung die Aussage nicht unterbrechen darf. Herr Wald, Sie wurden gewarnt. Warum ist er wütend auf mich? Danach rannten sie mit recht letzter Kraft nach rechts. Was meinen Sie dann mit danach? Danach kommt jemand nach zuerst. Das weiß ich. Mehr müssen Sie dazu nicht wissen, Herr Anwalt. Wie ich schon sagte, sie drehte um und sprang verzweifelt nach rechts. Sie liefen ihr hinterher und verpassten ihren tödlichen Schlag. Hören Sie auf zu sagen, dass ich es gewesen sei. Aber Sie waren es. Herr Wart, Sie behaupten, Sie seien es nicht gewesen? Beweisen Sie es. Ach, ich kann nichts tun, oder? Gar nichts? Darf ich fortfahren? Das war es, was von mir gesehen hat. Jeder von Ihnen hat also eine andere Szene gesehen? Absolut, genau so war es. Wo hat er nur diesen nervigen Satz her? Also, lassen Sie uns weitermachen. Verstehen Sie? Sie schlugen sie zweimal. Haben Sie denn beides gesehen? Ich schätze ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das zuvor nicht erwähnt habe. Was halten Sie davon, Phoenix? Ich glaube, wir haben ihn da, wo wir ihn haben wollen. Er hat einen Fehler gemacht. Lassen wir ihn nur lachen. Ich werde ihm das Grinsen schon austreiben. Und zwar glaube ich, es liegt an dem zweimal. Sie schlugen sie zweimal? Also ich gucke jetzt erst nochmal die ganzen... Also das nicht, aber... Stab durch stumpfen Schlag. Gut, das sagt jetzt nicht, ob ein oder zweimal. Das... Nee. Nein. Nee, der kann auch nicht sein. Nein. Nee. 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 Also ich gehe tatsächlich von dem aus, weil in dem nicht drin steht zwei stumpfe Schläge, sondern durch Stab durch stumpfen. Aber durch kann auch für einen sein. Trotzdem, ich kann es versuchen. Herr White, das Opfer starb durch einen Schlag. Was fällt Ihnen dazu ein? Arg. Jetzt muss ich ihn dort packen, wo es weh tut. Herr White, sagten Sie dem Gericht nicht, dass Sie absolut perfekt sind? Na schön, ich werde das in Zukunft nicht mehr sagen. Euer Ehren, würden Sie den Zeugen um eine Berichtigung seiner Aussage bitten? Der Zeuge ist offensichtlich verwirrt, euer Ehren. Ich beantrage daher eine 10-minütige Pause. Ja, sicher.
Der Zeuge ist so verwirrt, weil er lügt. Ich beantrage entschieden, die Verhandlung nicht zu unterbrechen, euer Ehren. Ja, wollen Gerechtigkeit. Lasst sie nicht davonkommen! Na schön, will der Zeuge seine Aussage bitte berichtigen. Das Publikum ist auf meiner Seite. Jetzt gibt es kein Entkommen mehr, White. Herr White! Oh, okay. Die zwei Versionen. Nun, sehen Sie, ich sah zum anderen Fenster, als ich hörte, wie das Ding umfiel. Dann, im nächsten Augenblick, sah ich, wie Frau Mia nach links rannte. Der Mörder, sie, griff an, aber sie konnte ausweichen. Und dann drehte sie sich um und rannte zur Tür. Dann erwischten sie sie mit einem einzelnen Schlag. Puff! Puff, in der Tat. Sehr schön. Beginnen Sie bitte mit dem Kreuzverhör. Herr Richter, mein Magen, Sie verstehen, ich habe Schmerzen. Schlucken Sie es runter. Wir sind fast fertig. Kreuzverhör, die zwei Versionen. Nun sehen Sie, ich sah zum anderen Fenster, als ich hörte, wie das Ding umfiel. Das Ding? Sie hörten, wie das Ding umfiel? Was genau war das Ding? Die gläserne Stehlampe. Richtig, die am Tatort umgefallen war. Phoenix, finden Sie das nicht ein wenig seltsam? Ja, sehr seltsam, weil er das doch eigentlich nicht hätte wissen können. Ja, das ist seltsam. Ich werde ihn noch weiter angreifen. Herr White. Was? Sie sagen, Sie hätten die Stehlampe gesehen? Ja. Dann ändern Sie Ihre Aussage, um das zu berücksichtigen. Tut mir leid, mein schlechtes... Der Zeuge revidiert seine Aussage. Gut, natürlich. Als ich sehen sah, sah ich eine Stehlampe auf dem Boden liegen. Eine Stehlampe auf dem Boden? Das höre ich zum ersten Mal. Warum haben Sie uns nicht schon früher davon erzählt? Warum? Ich? Nun, mir wurde gesagt, ich soll es nicht. Moment. Einen Moment bitte. Ich brauche einen Augenblick, um mich zu sammeln. Ich bin so durcheinander. White geht in die Knie. Euer Ehren, bitte. Sie dürfen nicht zulassen, dass der Zeuge so unter Druck gesetzt wird. Herr White, setzen Sie den Zeugen bitte nicht so unter Druck. Ja, euer Ehren. Edward ist angeschlagen. Sehr schön. Der Zeuge darf mit seiner Aussage fortfahren. Dann, im nächsten Moment sah ich, wie Frau Mia nach links rannte. Frau Mia? Herr White, kannten Sie das Opfer persönlich? Nein, keinesfalls. Wie denn? Woher denn? Ich finde es nicht bemerkenswert, dass der Zeuge den Namen des Opfers kennt. Herr White, hören Sie auf, den Zeugen zu belästigen. Du wirkst ein wenig nervös, Edgeworth. Der Mörder, sie griff an, aber sie konnte ausweichen. Zuerst sagten Sie, dass sie getroffen wurde, bevor sie losrannte. Ja, ich war wohl etwas durcheinander. Aber keine Sorge, wir wissen noch alles, was passiert ist. Drehte sie sich um und rannte zur Tür. Was machten Sie dann? Ich bin natürlich hinterher. Was hat er gerade gesagt? Nein, nicht ich. Der Mörder meine ich. Er riss sie auch hinterher. Herr White, bleiben Sie bitte ganz ruhig. Herr White versuchte nur, sie mit haltlosen Stellung zu verunsichern. Richtig. Danke, Miles. Er kennt den aber persönlich. Dann erwischten sie mit einem einzelnen Schlag. Puff. Puff? Das hört sich nicht wie der harte Treffer aus ihrer vorigen Aussage an. Ja, nun, ich bin ein Mann des Friedens, verstehen Sie. Phoenix, er wird immer schweigsamer. Vermutlich hat er Angst, dass ich irgendetwas finde. Aber das wird nicht leicht. Als ich ihn sah, sah ich eine Stehlampe auf dem Boden liegen. Beziehungsweise erstmal Gerichtsakte. Ich kann nicht normal in die Gerichtsakte.
Ja, logischerweise Stehlampe. Aber prüfen. Na, könnte theoretisch sein, je nachdem wie groß das Fenster ist. Das wüsste ich jetzt immer ganz gerne. Na. Nein, eigentlich nicht, nein. Dann im nächsten Moment links sah ich, wie von mir nach links rannte. Denke, dass sie griff an, aber sie konnte ausweichen. Drehte sie sich um und rannte zur Tür. Mit Runde zur Tür. Dann erlichten sie sie mit einem einzelnen Schlag. Puff. Es ist nämlich jetzt halt echt schwierig. Eine Stehlampe auf dem Boden. Ja, okay, gut. Da ist nichts zum Mord, das war nur, warum mir überhaupt da war. Und warum kein Ding mehr in dem. Nicht mehr wiederzuerkennen! Nicht mehr wiederzuerkennen! Als ich hinsah, sah ich eine Stehlampe auf dem Boden liegen. Nicht mehr wiederzuerkennen! Nicht mehr wiederzuerkennen! Das muss es sein! Hoffe ich. Einspruch. Herr White. Sie hätten die Stehlampe gar nicht sehen können. Was? Die Lampe zerbrach, als sie umfiel. Hätten Sie nur die Scherben gesehen, wüssten Sie nicht, dass es eine Stehlampe ist. Sagen Sie mir also, wann Sie die Lampe gesehen haben. Beantworten Sie meine Frage. Was? Ist das nicht klar? Ich sah sie, bevor sie umfiel. Sie sahen sie also, bevor das Opfer angegriffen wurde? Korrekt, null Problemo, richtig? Riesenproblem, weil, wenn man sich, einen Moment, hier den Bodenplan nochmal anguckt, hier ist die Stehlampe. Wie soll der von da reingeguckt haben können? Von hier wäre es schwierig gewesen. Und er hat gesagt, er hat es nur vom Hotel aus gesehen. Also Riesenproblem. Es gibt ein Riesenproblem. Problem, meine ich. Und das wäre? Herr White, lassen Sie mich sicher gehen, dass ich das verstanden habe. Sie sahen die gläserne Stehlampe durch das Hotelfenster, bevor der Vorfall sich ereignete? Gut so. So hat er sich nämlich sichergestellt, dass der nicht einfach sagen kann, ja, ich bin am Tag vorher mal vorbeigelaufen und habe es dann von der Seite gesehen. Korrekt, so war es. Das ist schlüssig, definitiv, unbestreitbar, unanfechtbar. Nein, das ist unmöglich. Sie hätten die Lampe nicht sehen können. Was? Warum nicht? Können Sie das beweisen? Natürlich, Euer Ehren. Eine Person im Hotel hätte die Lampe nicht sehen können, bevor sie umfiel. Aufgrund des Bodenplans. Sehen Sie her. Das ist der Bodenplan des Tatorts, nicht wahr? Richtig, Euer Ehren. Nun, sehen Sie, wenn Sie durch das Fenster im Büro sehen, wäre dies der Bereich, den Sie einsehen könnten. Hier. Nun, beachten Sie, dass die Standfläche sich nicht im Sichtbereich befindet. Nun, Herr White, was fällt Ihnen dazu ein? Lächerlichkeit. Herr White. Wären Sie im Hotel Gatewater gewesen, wie Sie behaupten, hätten Sie die Lampe nicht sehen können, bevor sie umfiel. Sie hätten auch nach dem Umfallen nicht sehen können.
Sie hätten nicht erkennen können, dass die Glasscherben zu einer Stehlampe gehören. Wann also haben Sie die Lampe gesehen, Herr Bald? Es muss in dem Moment gewesen sein, als sie fiel. Und der einzige Ort, von dem aus Sie das gesehen haben können, ist die Kanzlei Fay. Mit anderen Worten, Sie waren zum Zeitpunkt des Mordes am Tatort. Wait. Ich sollte ihn jetzt haben. Endlich. Hat lang genug gedauert. Herr Wald, Sie waren das, nicht wahr? Herr Richter, ich, Frau Mia. Hey, sieht aus, als gibt es gleich ein Urteil. Jetzt ist Schluss, Phoenix Wright. Was? Mist, ich habe etwas vergessen. Herr Wald. Ich denke, es ist soweit. Sollten Sie Ihr Verbrechen jetzt nicht gestehen, Was? Ich sagte, Sie sollten Ihr Verbrechen jetzt gestehen. Also, geben Sie zu, dass Sie die Wanze platziert haben? Ich wusste, dass er mit irgendwas um die Ecke kommt, aber dass er das komplett umlenkt auf das... What the fuck? Die Wanze? Ruhe! Ruhe! Herr Edwards, erklären Sie dem Gericht, was Sie meinen. Hochverehrtes Gericht. Herr White ist etwas verwirrt. Erlauben Sie mir, das zu erklären. Mir gefällt gar nicht, wohin das läuft. Wie Sie wissen, ist Herr White der CEO von Blue Corp. Er wies seine Sekretärin Frau Applemay an, die Kanzlei von Frau Fay abzuhören. Vielen Dank zusammen mit... Euer Ehren. Die Frage lautet, wann wurde die Wanze im Büro platziert und von wem? Nein, das können Sie nicht tun. Herr Bald, um die Wanze anzubringen, drangen Sie in Frau Fays Büro ein. Stimmt das? Korrekt, das ist vollkommen korrekt, Miles. Das darf nicht wahr sein. Ja, ich trank in die Kanzlei von Fay und Partner ein, um die Wanze anzubringen. Dabei habe ich diese widerliche Stehlampe gesehen. Jetzt bin ich verwirrt. Bitte erklären Sie dem Gericht, was das heißt, Herr Edwards. Mit Vergnügen, euer Herr. Herr Phoenix Dwight hat seinen Standpunkt klar gemacht. Er hat deutlich gemacht, dass Herr White von der Stehlampe im Büro wusste. Er hat gezeigt, dass Herr White die Lampe nur zu einem Zeitpunkt gesehen haben kann. Zum Zeitpunkt des Mordes. Natürlich wollte Herr White, dass Sie es glauben. Dass Sie glauben, Herr White sei der Mörder. Ich verstehe. Aber es ist klar, dass Herr White schon vor dem Mord einmal im Büro gewesen ist. Er ging dorthin, um die Wanze zu platzieren. Dabei hätte er die gläserne Stehlampe sehen können. Also hat sich die Theorie von Herr Phoenix Wright als haltlose Vermutung erwiesen. Herr Wright, berichten Sie dem Gericht, wie Sie die Wanze platziert haben. Das kann ich gerne tun. Mir wird schlecht. Hat er nicht gerade eben noch gesagt, dass er Bauchschmerzen hat? Und jetzt geht's ihm wieder absolut perfekt. Der Laufangriff. Es war Anfang September, die Woche vor dem Mord. Ich trank in die Kanzlei Fay und Partner ein. Na natürlich, um die Wanze dort zu installieren. Und dabei sah ich die gläserne Stehlampe. Sie hatten die Lampe also vor der Nacht des Mordes gesehen. Und darum wussten sie, dass so umgefallen durch das Geräusch. Korrekt, das stimmte. Ich verstehe. Sehr gut. Herr Wright, beginnen Sie mit dem Kreuzfeuer. Was mache ich nur? Viel Glück, Phoenix. Ich bin so gespannt, wie das weitergeht. Es war Anfang September, die Woche vor dem Mord. Haben Sie einen Beweis? Frau Applemay kannte den Inhalt des Gesprächs von Frau Fay. Das beweist, dass die Wanze vor dem Mord platziert wurde.
Das stimmt. Ich trage in die Kanzlei Fee und Partner ein. Waren es wirklich Sie, der ins Büro eindrang? Oder war es Frau May? In der Kanzlei wurden mehrere Tage alte, unidentifizierte Fingerabdrücke gefunden. Dabei handelt es sich offensichtlich um die von Herrn White. Und wie ich Edgeworth kenne, hat er sie natürlich bereits überprüfen lassen. Nun, Herr White, sagen Sie uns, warum Sie in die Kanzlei Fanpartner gegangen sind. Natürlich, um die Wanze dort zu installieren. Warum haben Sie mir das Telefon abgehört? Das ist für diesen Prozess nicht von Bedeutung, meine Herren. Blue Corp ist eine Detektivagentur. Das Anliegen unserer Kunden ist höchst vertraulich. Damit sah ich diese gläserne Stehlampe. Warum ist Ihnen so etwas Nebensächliches wie eine Stehlampe aufgefallen? Die Stehlampe war ganz aus Glas. Sie war nicht anzusehen. Darum hat sie wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Solch ein ästhetischer Gegenstand verdient Beachtung, oder etwa nicht? Das ist alles. Verdammt! Es gibt keinen Schwachpunkt, den ich angreifen kann. Oh, nun, vielleicht ist er so durcheinander, dass ich etwas aus ihm herausbekomme. Esperl, was soll ich jetzt machen? Ihn weiter angreifen, oder? Ich danke die Kanzlei für einen Partner ein. Natürlich in die Wände setzen. Oh, nein, sag jetzt nicht, ich habe keine Musik. Ich habe noch gar nicht angegriffen, hallo? Danke? Also, noch nicht weitermachen können. Ich habe noch nicht überlegen können, hallo? Danke, Edgeworth? Tut mir leid, aber weiterkommen Sie nicht, Herr Wright. Es ist an der Zeit, dass Sie Ihre Niederlage eingestehen. Sie haben ehrbar gekämpft. Es reicht. Ich halte es nicht mehr aus. Herr Wright, geben Sie auf. Nein. Ja, euer Ehren. Nein? Für Phoenix, hier drüben. Ich kenne diese Stimme. Mia? Geben Sie niemals auf, Phoenix. Geben Sie niemals auf, Phoenix. Mia? What the fuck? What the... Was? Okay, gut. Bis gerade eben hat das Spiel Sinn gemacht. Dann ist die tote Anwältin zu ihrem eigenen Mordprozess gekommen und hat mit der Person gesprochen, die für den Mörder gehalten wird. Wo bin ich? Der Warteraum? Was ist passiert? Oh, richtig. Ich habe den Prozess verloren. Ich habe halluziniert. Ah, Sie sind wach. Ah! Hey, Phoenix. Begrüßt man so einen alten Freund? Phoenix, sehen Sie mich an. Was? Das ist definitiv die Mutter, aber what the fuck? Sie sind... Maya? Wussten Sie nicht, dass die Fae-Schwestern starke psychische Kräfte haben? Als sie ihre Niederlage vor Gericht hinnahmen, es scheint, als reichte der Schock aus, um Mayas wahre Kräfte zu wecken. Dann sprechen Sie durch Mayas Körper mir? Genau, ich bin Maya, aber gleichzeitig bin ich auch mir. Jetzt möchte ich, dass Sie mir zuhören, Phoenix. Maya hat niemals aufgegeben und Sie dürfen es auch nicht. Ich bin gekommen, um Ihnen das zu sagen. Aber wir haben nicht viel Zeit, Phoenix. Hören Sie zu. Sie haben schon gewonnen. Hä? Sie haben doch die Quittung in der Gerichtsakte, oder? Die Quittung, auf die Sie Maya geschrieben haben. Phoenix, White hat das geschrieben, nicht ich. Das war einfach nur May? Nee, wahrscheinlich nicht. Also, was soll ich damit tun? Sehen Sie sich die Vorderseite der Quittung an. Die Vorderseite?
Das ist eine ganz normale Quittung. Sieht aus wie aus einem bekannten Kaufhaus. 1000 Dollar. Wow, dicke Summe. Artikel Glasstehlampe. Kaufdatum 4. September. Hä? 4. September? So ist es, Phoenix. Ich habe die Stehlampe einen Tag vor meiner Ermordung gekauft. Wow. Und was sagte Herbert in seiner Aussage? Eine Woche oder Anfang September, genau, die Woche vor dem Mord. Das kann nämlich jetzt nicht mehr sein. Oh, das ist flau. Er hat gesagt, er hat die Lampe in der Woche vor dem Mord gesehen. Da haben sie's. Ich glaube, die Verhandlung wird fortgesetzt. Gehen Sie, Phoenix. Sie sind unschuldig. Jetzt müssen Sie es beweisen. Ja. Quittung zur Gerichtsakte hinzugefügt. Oh, das sah schlau. 9. September, 13.16 Uhr. Bezirksgericht. Gerichtssaal Nummer 1. Das Gericht wird nun die Verhandlung gegen Herr Phoenix weit fortführen. Geht es dem Angeklagten, geht es Ihnen gut, Herr White? Ja, es tut mir leid, Euer Ehren. Mir geht es besser. Dann lassen Sie uns dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Euer Ehren, es wurde bereits alles gesagt. Das Kreuz war von Herrn White ist beendet. Sie müssen den Angeklagten Phoenix White nur noch verurteilen. Euer Ehren, bitte geben Sie mir noch eine letzte Chance. Ich verspreche, es wird das letzte Mal sein, dass ich Sie darum bitte. Aber wie Herr Edwards richtig angemerkt hat, ist der Prozess so gut wie beendet. Herr Edwards, was sagen Sie dazu? Ich würde sagen, geben wir Herr Phoenix White seine letzte Chance. Sehr gut. Sie dürfen mit dem Kreuzfeuer beginnen. Ja, halt logischerweise dann dies mit der Woche vor dem. Das war Anfang September, die Woche vor dem. Sehen Sie sich das gut an. Sehen Sie das Wort Maya mit Blut geschrieben? Sie sind am Ende. Ich glaube nicht. Sehen Sie sich die andere Seite der Quittung an. Die andere Seite? Euer Ehren, würden Sie dem Gericht bitte vorlesen, was auf der anderen Seite dieser Quittung steht? Nun, eine Glasstehlampe und das Kaufdatum. Aber das ist der Tag vor dem Mord. Sehen Sie, Herr White, als Sie angeblich Anfang September in die Kanzlei Fellenpartner eindrangen, hätte die Stehlampe dort noch nicht stehen können. Nun, Herr White, nun sitzen Sie in der Falle, nicht wahr? Nein, das ist unmöglich denkbar. Aha, er verliert die Fassung. Nun, Euer Ehren, ich verstehe, dass Sie ziemlich unter Druck stehen. Aber ich glaube, dass Sie mich unter diesen Umständen nicht schuldig sprechen können. Sehr gut. Dann eröffne ich hiermit den Prozess gegen... Nicht so schnell, Phoenix White. Hä? Was? Er kann sich unmöglich rauswinden. Oh, Moment. Ich habe vergessen, das ist Edgeworth. Er kann sich aus allem rauswinden. So mehr oder weniger. Die Behauptungen des Angeklagten sind in gewisser Weise logisch. Aber es gibt keinen konkreten Beweis, dass Phoenix White unschuldig ist. In der Tat nicht, aber es gibt einen klaren Hinweis darauf, dass der andere, Herr White, die ganze Zeit über gelogen hat. Und warum sollte er das tun, wenn er unschuldig ist? Also, ich beantrage einen weiteren Verhandlungstag, bevor Phoenix White freigesprochen wird. Ich brauche etwas Zeit, um weitere Ermittlungen anzustellen. Weitere Ermittlungen? Am Ende kommt dabei ein weiterer aktualisierter Autopsiebericht heraus. Dieser Kerl erfindet Beweise, wie er es gerade braucht. Das wäre fatal. Einspruch erheben. Ja, logischerweise. Gegen beide Leute gleichzeitig ermitteln, als einen Tag zu geben, wo sich der andere halt wieder sammeln kann, während ich einfach improvisieren muss. Es ist offensichtlich, dass Herr White schuldig ist. Es ist nicht notwendig, diesen Prozess zu verlängern.
Nun, Herr Edgeworth. Wenn hier jemand Herr White vor Gericht bringt, dann ich, der Staatsanwalt. Ich brauche einen Tag, um zu prüfen, ob Ihre Behauptungen durch Fakten beweisbar sind. Ich verstehe. Einspruch abgelehnt. Was? Das Ende des Prozesses gegen Herrn Phoenix White wird auf morgen vertagt. Nein, niemand weiß, wo das hinführt, wenn ich es jetzt nicht beende. Ja genau, aber wie ich das dann beenden werde, erfahrt ihr erst für den nächsten Part, weil der Part ihr hat schon gerade Überlänge mit 30-30. Und also ich werde den nächsten Part direkt aufnehmen. Die Frage ist halt, wann ihr den bekommt. ja gut, dann aber an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und man sieht sich.